Moin, wir haben den nächsten Tag und die Pläne haben sich schon wieder etwas geändert. Ich fahre Lofoten einfach mal runter, mal gucken, wie weit ich komme. Ich muss ja wieder zurück zum Campingplatz. 2016 bin ich von Moskenes aus mit dem Schiff dann nach Bodø gefahren und das wollte ich dieses Mal auch machen, um von Bodø aus dann die Küstenstraße zu fahren. Naja, das Wetter hat mir da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Wetteraussichten für die nächsten Tage waren übel. Also bin ich einfach eine Runde über Lofoten gefahren und habe an diesem Tag das schöne Wetter genossen. Ursprünglich wollte ich in Rheine eigentlich ja, 2 Tage bleiben und dort mal auf diesen Berg hochsteigen, wo man diese wunderbare Aussicht auf Rheine hat, was man halt von jeder Postkarte, sage ich mal, kennt. Aber wie gesagt, das Wetter. Ich bin hier gerade mitten auf Lofoten, in Lofoten. Ja, also ich bin ja in Gullesfjord, bleibe ich noch mal eine Nacht, da fahre ich heute wieder zurück. Ja, ob das eine gute Entscheidung war, weiß ich auch nicht so richtig. Ich fahre heute ein bisschen über Lofoten und muss da dann irgendwann wieder zurück. Werden wir sehen. Morgen ist vielleicht auch noch ein bisschen schön, aber die nächsten Tage ist komplett Norwegen runter, Regen angesagt. Das ist schon ganz schön, naja, das macht ein bisschen depressiv, diese Aussichten. Das ist ein bisschen schade. Naja, und jetzt habe ich auch noch festgestellt, dass meine GoPro dreckig war. Also werden eine ganze Menge Aufnahmen jetzt fast von Anfang des Tages flöten gegangen sein. Ach, Mensch, das ist alles ja nicht so einfach. Aber naja, ich bin unterwegs, das ist gut. Bis später. Es wird nicht mehr lange dauern, dann hat sich der erste Aufkleber abgelöst. 2016 habe ich mir den damals gekauft. Thank you.
Wir befinden uns hier in Gullisfjordbotten Camping. Und da gucken wir uns gleich mal ein bisschen näher um. Ja, also hier gibt es überall Hütten. Da gibt es ein paar Hütten. Jetzt hat mir gerade einer gesagt, der kam auch mit dem Motorrad angefahren. Der hat jetzt mal nach einer Hütte gefragt. Diese erste, die Nummer 13, das ist eine große Hütte. Die ist ein bisschen länger nach hinten als die anderen Hütten. 1200 Kronen, also 120 Euro die Nacht. Also das muss wirklich nicht sein. Die kleinen Hütten sind alle voll, wie die da stehen, alle belegt. Werden wahrscheinlich ein bisschen billiger sein, aber ich denke mal mindestens 800, 900 werden die auch kosten. Genügend Platz für Wohnmobile und so weiter, die dann hier halt mehr oder weniger auf dem Schotter stehen. Da oben ist noch in der Rezeption ein Café drin. Ach, das ist schon ganz schön gemütlich hier, so im Groben und Ganzen. Ja, gestern Abend war ganz schön windig, das war ein bisschen uncool. Aber jetzt, wenn die Sonne so scheint, ist das echt riesig. Ja, bin jetzt den zweiten Tag hier. Mal gucken. Da hinten, gehen wir gleich hin. Da geht es zu den Zeltplätzen. Also wie gesagt, ich hatte mich gestern für ein Zelt entschieden. Das Zelt kostet 250 die Nacht. Genau. Ja, bei dem schönen Wetter. Das geht auf jeden Fall. Ehe man so einen Haufen für eine Hütte bezahlt. Das ist hier das Servicegebäude von hinten. Hier haben wir das Servicegebäude. Gehen wir mal rein. Ja, also was hier das Problem ist, hier gibt es nur jeweils eine Toilette. Einmal für Männer, einmal für Frauen. Eine Dusche für Männer und dann da noch eine Dusche für Frauen. Ist ein bisschen wenig. Noch ein bisschen Waschbecken und die Küche. Super, alles da, Herd, ein bisschen was zum Sitzen. Ist auf jeden Fall alles schön sauber, auch wenn es ein bisschen knapp bemessen ist. Ja, nee, ist schon, ist okay. Duschen kostet 10 Kronen. Genau, also üblicher Standard eigentlich. Genau. Und eingebettet in dieser herrlichen. In dieser herrlichen Alpenkulisse quasi. Nur dass das Wasser, was man hier überall sieht, das Meer ist. Ja, hier gibt es einen kleinen Teich. Kann man sich hier so ein Tretboot ausleihen. Und hier hinten geht es zu den Zelten. Ja, das ist dann die Zeltwiese hier hinten. Das, die Zeltwiese hat ein bisschen was von Acker, aber das geht schon, das ist schon nicht schlecht. Ist auch genügend Platz. Gestern Abend war hier alles voll mit Zelten. Also mehr oder weniger, ich glaube 5 Zelte. 5 oder 6 Zelte waren da. Ja. Ist schon gut so. Und hier oben in Lofoten ist natürlich die Preise ein bisschen höher. Auch ganz klar. Also heute ist wieder ein Tag. Sind einige Motorradfahrer hier angekommen. Michael und Karin. Da drüben der Bernd aus Ludwigshafen und jetzt gerade der Erik aus Frankfurt. Der redet gerade mit Michael über sein riesiges Palastzelt. Das ist ja wohl mal der absolute Knaller. Das ist ein Honda-Zelt. Hier passt ein Auto rein. Aber die AT steht schon bereit, um da drinnen versenkt zu werden. Dazu ist es da. Ach so, das sag mal hallo. Hallo Erik. Hallo, ich bin der Erik. Und ich bin der Michael. Servus. Servus. Original NVA-Kocher. Ja. Grüße gehen raus an Schmitti, der steht nicht zum Verkauf. Ja? Ah.
besser ist, damit es nicht so heiß wird. Ja, wenn du den Knopf drauf stellst, dann geht die Flamme aus. Naja, vielleicht doch besser. Ich habe meine Brille nicht aufgehört. Ja. Das läuft doch nur Einzug. Guck dich doch mal an. So, wir haben es jetzt um 9. Ich habe es immer noch nie geschafft, Essen zu machen. Da ist der Bernd noch, der ist mit einer Harley angekommen. Der fängt jetzt an, komisch zu quatschen. Ja, und jetzt versuche ich mal Essen zu machen. Ja, gut, dir auch. Hat die Frau den. Ja, der Michael hat Spaß damit, den Finn. Ja, sobald die Kirche. Wir stehen hier. Ach, jetzt geht mein Koffer aus. So, der Erik, der hat alles dabei. Hat mir freundlicherweise einen Windschutz spendiert, damit der Speck auch ein bisschen knusprig wird. Sehr nett. Recht vielen Dank, lieber Erik. Gerne, gar kein Problem. Dazu sind wir doch da. Aber gefühlt jeder, der da kam, wusste, wer wir sind. War schon komisch. Am nächsten Tag ging es dann, hatten wir unser Ziel Moskau, da hatte ich vorher schon einen Kontakt über Facebook ausgemacht. Ein junger Student, nicht aus Bautz. So Couchsurfing? Nee, der hat uns aber, der hat mit uns Sightseeing-Tour gemacht und hat uns ein Hotel besorgt. Der ist nicht aus Bautzen, aber irgendwie nicht weit weg. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Irgendwo im Umkreis von Bautzen. Und der studiert in Moskau. Der Bengel ist an dem Tag 20 geworden, wo wir da angekommen sind. Irgendwas mit Eisenbahn. In Russland ist ja das Eisenbahnland eigentlich so. Und da irgendwas hat er studiert. Ne? Und der hat uns dann das Hotel besorgt und alles. Also wir dann dorthin. 650 Kilometer. Und da hat das Navi angezeigt 450 Kilometer geradeaus. Sowas habe ich noch nie gesehen. In Australien gibt es das irgendwo. 800 Kilometer oder so geradeaus. Wir sind da irgendwann angekommen. Irgendwann nach einer Dreiviertelstunde kamen sie wieder raus, sind in den Kiosk. Die hat sich da Kippen geholt und kamen dann zu uns, ob wir Feuer haben. Na klar, Mädel, hier ist ein Feuer. Und er der große Zampano. Ne? Und wir hatten ja dann schon ein paar Bier mehr. Und mein eine Kumpel, so, den dann so gefragt, sag mal, ist das eine Nutte? Ist so, Jürgen, auf. Ach so, ja, was ist das? Und der Typ gleich so, nee, das ist meine Cousine. Wir hatten hier was zu besprechen und so, familiär und so. Dann kam ein Taxi, da ist die Alte reingestiegen, ist weggefahren. Und er fand das ja so geil. Der wusste dann auch sofort, wer wir sind. Ne? Und der war bestimmt 1,5, 2 Stunden bei uns. Da haben wir noch Probesitzen im Jaguar gemacht und was weiß ich nicht, was alles. Und da hat er erzählt, er wäre ein guter Kumpel vom Chirurg hier, von der Nachtwölfe und was weiß ich. Und dann hat er irgendwann gesagt, ah ja, auch jetzt ist spät. Ich muss jetzt nach Hause zu meiner Familie. Da haben wir uns schon bald in die Hose gebissen. Ne? Hat er uns Bilder gezeigt von seinem Haus, eine Villa. Wie hat sich denn aus dem überhaupt? Unglaublich. Und wo er dann weggefahren ist, hat er da in seinem Täschchen, holt eine Visitenkarte raus. Weil, hat er gefragt, wo wir hin wollen? Ja, Richtung St. Petersburg. Okay. Eine Visitenkarte raus, hat uns die gegeben, hat gesagt, egal wo ihr seid in Russland, wenn ihr ein Problem habt, dann ruft ihr mich an und ich kläre das. Die Visitenkarte habe ich immer noch. Da fragst du dich dann, was das für ein Typ ist. Igor, werde ich nie vergessen. Der absolute, der muss da irgendein hohes Tier gewesen sein, weil wenn da Leute mit dem Auto vorbeigefahren sind, die haben gegrüßt. Hammer.